Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Und zwar wird Rockstar Games nächste Woche ein neues DLC rausbringen. Und ja, ich zeige euch heute in diesem Video ja die ganzen neuen Sachen, die es geben wird. Und den ganzen Text, den werde ich für euch durchlaufen lassen. Das könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Viel Spaß damit! Okay Leute, das waren die Neuerungen, wir machen jetzt hier mal die scheiß Windows-Meldung weg. Ja, oh, nein! Wollte es nicht drauf. Und ja Leute, ich zeig euch, ja, oder beziehungsweise jetzt sage ich mein Fazit dazu, welche Sachen ich eher geil finde und welche Sachen ich jetzt denke, dass die total sinnlos sind. Und zwar finde ich jetzt das hier geil, das neue Fahrzeug, eben mit dieser geilen Lackierung, wo ich ja auch hoffe, dass das für andere Fahrzeuge verfügbar ist, aber das wird bestimmt auch schweineteuer. Dann muss ich auch hier zu diesem Helikopter sagen, das ist eher unnötig, finde ich, weil die gibt es ja sowieso schon. Ich wette mit euch, das wird auch ein extra Helikopter sein, obwohl der ja eigentlich der ganz, der wird bestimmt, oder sagen wir sowieso, der wird bestimmt gar nicht bei den normalen Helikoptern dabei sein, sondern es wird bestimmt ein spezieller Helikopter sein, kann man bestimmt gar nicht so auswählen, oder muss man bestimmt irgendwie speziell über Mehrwert kaufen. Dann jetzt hier die neue Waffe, richtig genial. Kann man auf jeden Fall, denke ich mal, ordentlich Remy Demi machen. Richtig geil. Wie das neue Muzzle Car oder was es jetzt sein soll. Finde ich auch richtig geil, dass es mal wieder Neues gibt. Für die Muzzle Car Fans. Oh, hier für die Super Sportwagen Fans haben wir hier natürlich auch noch was. Also einen richtig geilen Wagen mit Flügeltüren. Richtig geil. Hier aber jetzt hier diesen Jet, den es neu gibt. Den finde ich dann wiederum eher unnötig, weil gut, den hatten wir jetzt schon. Denn den gibt es auch als normale Version. Und jetzt halt noch als goldene Version. Naja, und den kann man bestimmt auch jetzt nicht normal auswählen. Das wird bestimmt auch wieder ein Spezialjet sein. Hier mit der neuen Kleidung, ja, okay, auch ganz geil. Man hat was Neues und dann hier noch einen geilen Supersportwagen. Und ja, Leute, das war's auch eigentlich schon zum DLC. Schreibt eure Meinung zu diesem DLC in die Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich für ein Like freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich sogar empfehlen zu abonnieren. Ich bin raus. Ciao, Leute.